Sack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal. Und zur nächsten Episode von Project Newcastle. Wir sind am Start heute mit der 6. Episode. Und Freunde, ich habe richtig Bock. Ihr habt gefordert, Max, bring diese Karriere doch öfter. Und genau das werde ich tun, wenn euch danach beliebt, beziehungsweise wenn das euer Wunsch ist. Ich habe den Uploadplan ein bisschen geändert, werdet ihr in der nächsten Woche dementsprechend sehen. Ich weiß nicht, ob dieses Video am Samstag oder am Sonntag kommt. Das werdet ihr dann dementsprechend sehen. Aber so oder so hoffe ich, dass euch das Ganze gefällt. Wenn das der Fall sein sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Letzte Episode über 650. Likes. Ich hoffe, dieses Mal schaffen wir wieder so viele. Vielleicht ja sogar 700. Wäre richtig, richtig nice. Ballert auf jeden Fall einen Daumen raus. Ich würde mich tierisch über den Support von euch freuen. Und gerade für diese Serie ist das, denke ich mal, auch wert. Wir haben heute 2 Spiele vor der Brust, damit die Videos nicht ganz so lang werden. Und die haben wir unter anderem gegen Norwich, das heißt gegen ein Team, das mit uns abgestiegen ist. Momentan stehen wir punktgleich mit denen da auf Tabellenplatz Nummer 3. Wollen natürlich wieder ein bisschen anknüpfen an die zuletzt gezeigten Leistungen, wo wir 3 Siege in einer Episode einfahren konnten. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut auf jeden Fall in der Playlist vorbei. Da seht ihr die letzte Episode und die bisherigen vorangegangenen 5 Stück allgemein. Wir wollen an Derby dranbleiben und das ist momentan unsere Personalsituation beziehungsweise so wie unsere Startelf aussieht. Wir schauen nochmal ganz kurz in den Kalender und da sehen wir, dass der zweite Gegner ein recht kleiner Gegner ist und zwar Rotherham im Oktober. Nächste Episode geht es dann gegen Brentford und gegen Barnsley und dann noch in der nächsten Episode gegen Ipswich, Middlesbrough, also Borough und dann gegen Preston und Cardiff City. Wird also interessant in nächster Zeit. Jetzt geht es erstmal darum, wie können wir uns durchsetzen gegen Norwich. Und jetzt heißt es ja mal Vorbereitung auf dieses Spiel. Checkt gerne die Videobeschreibung aus. Links zu IG Vault, 6% Rabatt auf eure Coins, FIFA Points, PSN und Microsoft Guthaben mit dem Code MAXGAMINGTV. Dazu gibt es da mein Merchandise und selbstverständlich meine Social Media Links, Instagram, Twitter und Facebook. Übrigens ganz, ganz wichtig für alle von euch zu wissen, nicht nur, dass ihr den Kanal kostenlos abonnieren könnt, wenn ihr es noch nicht getan habt, sondern nicht vergessen, aufmerksam sein in diesen Episoden. Wenn ihr am Ende dieser Serie dieses wunderschöne Trikot hier gewinnen wollt, mit der Rückennummer 24 und MGT, und dafür wäre es auch sehr, sehr wichtig, dass ihr die ganzen Videos liked, weil das würde im Endeffekt natürlich auch berücksichtigt. Wir sehen hier bereits, es ist das Duell der Top-Torjäger mehr oder weniger, denn bei uns hat der Kollege Josep Perez bereits 5 Saisontore, Perez übrigens, wegen dem Akzent auf dem ersten E, Entschuldigung, und Delgado auf der anderen Seite von Norwich hat 6 Tore erzielt. Sehr interessant, also mal sehen, wie wir das ja gleich ändern können, hoffentlich durch ein Tor von Perez. Bei den Vorbereitern sind wir nicht vertreten, das ja doch auch wieder mit Perez, allerdings ist da halt Norwich nicht, dementsprechend kann man doch, da haben wir sie mit Delgado auch wieder und Houlihan. Dementsprechend ist, ich glaube sogar momentan, Josep Perez der Topscorer in unserer Liga. Wie viele Tore hat Grealish gemacht? Steht hier nicht dabei. Ja, würde ich mal sagen, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Bis zu diesem Zeitpunkt ist unser Kollege Top-Torjäger. Ihr bekommt natürlich wie vor jedem Spiel die Aufstellung zu sehen und da gehe ich einfach mal gefrei nach dem Motto Never change a winning team. Dementsprechend lasse ich die Startelf mit Perez auf der 10, Mitrovic und Gale vorne in der Doppelspitze. Richie auf rechts, Lazar auf links, Diame und Colbeck vor der Abwehr und da dann Clark, Lassell, Mbemba und Sells im Kasten. Allerdings haben wir auf der Bank natürlich auch nicht so viel Potenzial, weil wir so viele verletzte Spieler haben mit Atsu, Ahrens, Villena und Shelby sogar 4 Stück, die theoretisch in der Startelf stehen würden. Sehr, sehr bitter. Aber mit Mason, Murphy, Diedlin, Ameobi und so weiter haben wir genug auch theoretisch im Kader, die das kompensieren können. Ihr habt übrigens gesagt, lass Jedlin beim rechten Mittelfeld spielen. Werde ich wohl machen. Allerdings erstmal, weil Richie so stark ist, nur als Einwechselspieler. Wir gehen zu den Infos über Norwich. Ja, ja, Norwich City. Abgestiegen mit Newcastle in der vergangenen Saison als 19. aus der Premier League, wie wir hier gerade sehen können. Stadion ist die Carrow Road mit 27.244 Plätzen. Können wir auch unten rechts natürlich sehen. Denn, wie man sich hätte denken können, wenn sie 19. waren aus der Premier League, sind sie abgestiegen. Dementsprechend ist das Stadion natürlich lizenziert. Ich denke mal, das sollte keinen von euch überraschen, denn dieses Stadion solltet ihr kennen. Die größten Erfolge: Liga-Pokalsieger 1961, 62 und 84, 85, also die letzten Erfolge sind schon über 30 Jahre her. Dauert also wahrscheinlich ein bisschen, bis Norwich das nächste Mal einen Erfolg feiern kann. Dieses Jahr wird es nämlich auf jeden Fall nichts. Gegründet wurde der Verein 1902, wie wir auch sehen können, und die Mannschaft verblüffte 1992-93, dass sie direkt nach dem Aufstieg in die Premier League den 3. Platz errungen hat. Also so gesehen ist fast schon das der größte Erfolg. Aber egal. Die Top-Transfers haben wir einmal Pritchard. Der Kollege ist gekommen von Tottenham Hotspur für 9,4 Millionen Euro. Da sehen wir wieder, das Geld in England sitzt locker. Und auf der anderen Seite haben wir Wildschut. Der ist gekommen von Wigan. Hat gar nicht so das gute Rating in FIFA, aber trotzdem 8,2 Millionen gekostet, was eine ganz schöne Stange Geld ist. Bevor wir zum Funfact kommen, der da unten schon so ein bisschen revealed ist, ganz kurz noch, wo liegt denn überhaupt Norwich? Norwich liegt in der Region Norfolk, zu der wir gleich noch kommen. Und das ist, Überraschung, Überraschung, im Osten Englands. Also nicht im Nordosten diesmal, sondern wirklich einfach nur im Osten. Es gibt da quasi so einen kleinen Abstecher.
der Insel nach rechts, so einen kleinen Block. Und da haben wir die Region Norfolk und darin liegt Norwich. Nicht am Wasser, aber trotzdem einigermaßen schön gelegen in einer recht hübschen Region. Und weil diese Region so hübsch ist, haben sich auch ein paar Kanarienvögel gedacht, ach Mensch, hier können wir uns doch mal richtig gut entwickeln, beziehungsweise machen wir die Region noch einfach mal bekannt für unsere Kanarienvögel. Und das ist Norfolk und dementsprechend heißt der Verein Norwich City auch die Canaries, haben Kanarienvogel auf dem Wappen, weil die weltbekannt sind für ihre berühmten und wunderschönen Kanarienvögel. Relativ sympathisch, wir haben also wieder mal ein Vogelduell. Diesmal sage ich auch nicht falsch, ich sage diesmal nicht, das ist ein Adler, wie letztes Jahr mit der Möwe und der Taube war es, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was ich da verwechselt habe. Ziemlich peinlich auf jeden Fall. Tut mir nochmal leid an dieser Stelle. Ich glaube, es war eine Schwalbe, ne? Schwalbe und Möwe. Herrje. Also, die Adler von Norwich City heute gegen die Elstern von Newcastle. Ich wünsche euch viel Spaß. Die Magpies zuletzt mit starker Spätform und heute gegen Norwich City. Den Mid-Premier League-Absteiger soll dies natürlich fortgesetzt werden. Im St. James' Park ausverkauftes Haus und MGT zuversichtlich, dass seine Jungs das wuppen werden gegen die Männer aus Norfolk, der wunderschönen Region im Osten Englands. Allerdings muss er heute auf einige Stammkräfte verzichten, unter anderem auf Atsu, der weiterhin verletzt ausfällt. In der Anfangsphase war es das Duell der beiden Top-Torjäger in der Championship. Einmal der auf Seiten von Norwich, der Neuzugang von Basel und auf der anderen Seite José Pérez, dem spanischen Stürmer, der heute auch auf der Nummer 10 spielt und die erste offensive Aktion für Newcastle United zu verzeichnen hat. Schöner Ball auf Matt Ritchie, der mit dem Ball zurück in die Mitte. Pérez ist da und macht das 1:0 für die Magpies. Ganz, ganz früh in der Begegnung, 24 Minuten fast gespielt und plötzlich ist der Spanier da und macht das 1:0. Ruddy sieht da überhaupt nicht gut aus beim Abschluss. Beim Volley nach der guten Volley-Flanke von Ritchie. Allerdings muss man den wohl halten, wenn man in der Tabellenspitze mitspielen möchte. Und das tut momentan nur Newcastle. Andere Seite, Mulumbu mit der dicken Ausgleichschance. Doch der Routinier verzieht zweite Halbzeit. Newcastle jetzt ein bisschen unsicherer in der eigenen Hälfte. Und wieder die Gelegenheit für Norwich, allerdings gut gehalten von Matzels im Kasten von Newcastle. Nächste Gelegenheit und wieder ist es Matzels, bei dem die Geschichte endet. Er stand jetzt im Fokus, doch dann Newcastle wieder in der Offensive. 54. Minute, Dwight Gale, sein Schuss wird hier noch entscheidend abgefälscht. Allerdings gibt es in der anschließenden Situation direkt die nächste dicke Gelegenheit für den Engländer. Kapitän Jamal Lassell, Innenverteidiger seines Zeichens, geht mit nach vorne. Ball auf Dwight Gale, direkter Abschluss, Gerd Müller-Style, 2:0, 76. Minute, die Vorentscheidung im St. James' Park und der 5. Saisontreffer für Dwight Gale. Ganz, ganz stark gemacht von Lassell, der die Übersicht beweist und dann der schwache linke Fuß, das macht aber nichts und Ruddy hat im Kasten wieder keine Chance. Anschließend wütende Angriffsstürme von Norwich, wir sind bereits tief in der Schlussphase, aber Sales war unüberwindbar an diesem Nachmittag. Nächste Gelegenheit und wieder der Belgier, der jetzt absolut der Endgegner für die Canaries wurde. Noch eine Schusschance und wieder ist es Matt Sales, der dazwischen geht. Wir sind bereits in der Nachspielzeit. Letzte Gelegenheit, Lefferty, der Nordire und wieder der Belgier, der jetzt hier zum Publikumsliebling avancierte mit diesen wunderbaren Paraden. Die nächste Ecke war dann die letzte. Matzels fängt sie ab und es steht 2:0 und endet 2:0. Newcastle gewinnt also im nächsten Vogelduell der Championship und zwar verdient gegen Norwich City, die erst in der Schlussphase zu ihren wirklich dicken Chancen kam. Mitrovic als einziger in der offensiven Dreierkette nicht erfolgreich, aber Gale und Pérez sorgen dafür, dass Newcastle weiterhin den Anschluss behält an die Tabellenspitze und ganz, ganz weit oben steht. Für Norwich wird es immer schwerer, den Anschluss zu behalten. Wir bleiben 2:0. Wir gewinnen schon wieder 2:0. Das ist richtig beeindruckend. Ganz starke Partie von Sales, muss man ja sagen, den ich ja lange, lange Zeit verflucht habe, der langsam wieder recht fällt, dass er Nummer 1 ist. Und sehr, sehr stark von Pérez. Also ich bin begeistert, wie es momentan läuft. Ich glaube, die Formation hat Zukunft. Und ich glaube, die beiden haben auch Zukunft. Elliot Carter ist für sein Alter natürlich nicht so überragend, muss man ganz ehrlich sagen, aber das Potenzial geht. Und bei Ludovic Maier ist es genauso, aber ja, man muss da ein bisschen abwarten, finde ich. Und wir gucken uns einmal kurz die Aufstellung an für das Spiel jetzt gegen Rotherham. Never change a winning team, aber ganz ehrlich, muss ich wohl, weil die Fitness, englische Woche halt. Reden wir über Rotherham. Und was gibt's da zu sagen? Nicht sonderlich viel. Rotherham wurde 1925 gegründet und ist so ziemlich der kleinste Verein in der zweiten englischen Liga. Absoluter Niemandsverein. Man kennt von denen keinen eigentlich und man kennt auch den Verein nicht großartig. Momentan sind sie auch eindeutig letzter in der englischen Liga. Letzte Saison waren sie
21. von 24 konnten sich dementsprechend mit dem ja quasi letzten Nichtabstiegsplatz gerade so nochmal in der Liga halten, aber dieses Jahr wird das nichts, denn die haben über 80 Gegen oder eine Tordifferenz von, glaube ich, minus 51 oder sowas. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber das ist erschreckend schwach und dementsprechend müssen wir davon ausgehen, dass wir die nächste Saison nicht mehr in der Championship haben werden, sondern in der dritten englischen Liga. Das große Problem ist bei Rotherham, das sehen wir ganz unten schon mal als Funfact, die haben absolut kein Geld. Die haben Gesamtetat, der mickrig ist, auch für englische Verhältnisse, und die haben Gesamtmarktwert vom ganzen Kader von 11,85 Millionen Euro. Nur kurz, um das einzuordnen, Jonjo Shelvey, unser Mittelfeldregisseur, alleine hat einen Marktwert von 11 Millionen Euro. Das ist schon sehr, sehr, ja, sehr, sehr wenig, muss man ganz ehrlich sagen. Der größte Erfolg dementsprechend, weil Rotherham einfach ein kleiner Verein ist, ist auch nicht großartig. Ligapokalfinale 1960-61, das Stadion mit 12.021 Plätzen auch sehr, sehr klein, das New York Stadium. Und die Transfers sind für englische Verhältnisse halt auch recht mickrig von den Summen her. Taylor haben sie geholt für 0,6 Millionen und den Kollegen Barnes haben sie geholt für 0,475 Millionen, also 475.000 Euro. Das ist für England halt nichts, muss man ganz ehrlich sagen. Und dementsprechend sollte man nicht erwarten, dass Rotherham so ein unglaublich großer Feind ist oder so unglaublich große Hürde für uns sein sollte. Für uns dürfen sie das auf keinen Fall sein, weil wir sehen es, momentan sind sie in der Liga 24. Und das spricht natürlich auch so ein bisschen dafür, dass das in FIFA genauso sein sollte. Allerdings, wenn man auf die Tabelle guckt, hier in der EFL Championship bei uns, da sind sie momentan tatsächlich nicht mal so weit unten, sondern 10. mit 3 Siegen, 6 Unentschieden, einer Niederlage erst. Das heißt, 2 Niederlagen weniger als wir. Wir müssen uns also so ein bisschen ja gefasst machen auf Rotherham, aber wir sind ja nicht naiv, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich würde sagen, ich wünsche euch viel Spaß jetzt bei diesem Spiel gegen Rotherham United und wir sehen uns ganz kurz noch. Hab vergessen zu sagen, wo Rotherham liegt. Übrigens, Torverhältnis minus 59. Rotherham ist ein relativ kleines Örtchen, ist in Yorkshire, also normalerweise kennt man Yorkshire ja zumindest den Namen, und Yorkshire liegt in der Nähe von Sheffield und Sheffield liegt so ziemlich ein bisschen östlich von Manchester, so im Zentrum wieder vom Norden unter Leeds. Also ich weiß nicht, wen ich da jetzt noch großartig nennen soll, aber wir haben ja schon gegen Sheffield gespielt, glaube ich. Da in der Region von Barnsley auch. So ein bisschen wieder neben dem Peak District National Park, neben dem großen Park in der Mitte von England. Ja, ich habe euch eine Karte gezeigt, von daher passt das. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spiel und bis gleich. Das Team mit dem größten Etat der Championship gegen das Team mit dem kleinsten Etat der Championship. Rotherham empfängt Newcastle United im heimischen New York Stadium und natürlich ist es eine ganz, ganz wichtige Partie für beide Teams. MGT warnte bereits vor dem Spiel vor der starken Defensive und dem Keeper, der momentan richtig gut drauf ist, Richard O'Donnell im Kasten von Rotherham. Man dürfe einen solch kleinen Gegner niemals unterschätzen und Newcastle wollte das auch nicht tun. Erste Szene der Partie, Mason heute in der Startelf, der Nachwuchsspieler von Newcastle, und es gibt direkt den Elfmeter. Gerade mal 2 Minuten gespielt und das berechtigt in der Situation, weil Mason eindeutig am Schuss gehindert wird und dementsprechend gleich die dicke Chance auf 1:0 zu stellen für Daryl Murphy, den Iren, der heute in der Startelf stand, normalerweise ein sicherer Elfmeterschütze, aber heute nicht, denn O'Donnell hält diesen Ball bereits nach 3 Minuten, also er, der Held im Kasten von Rotherham und das Publikum direkt auf seiner Seite. Newcastle war geschockt von dieser vergebenen Chance und brachte in der Folgezeit nicht sonderlich viel zustande. Anders auf der anderen Seite Rotherham, erste gefährliche Situation, allerdings muss Sells hier noch nicht eingreifen. Es geht weiter und die nächste gefährliche Aktion, Ward. Und diesmal ist der Belgier gefragt, der zuletzt so stark gehalten hat gegen Norwich City und entschärft auch diese Situation ohne größere Probleme. Trotzdem auffällig, dass Newcastle nicht wirklich zurechtkam. Mit Rotherham erst den Durchgang 2-mal. Die nächste gefährliche Aktion. Wir sind bereits tief im 2. Durchgang und Murphy testet erneut O'Donnell, der jetzt wieder in den Fokus rückte. Hier eine dicke Gelegenheit für Newcastle. Und wir sehen beim Kopfball von Murphy nach dem Eckball, den wir hier reingetreten sehen, wird am 2. Pfosten am Ehobi festgehalten. Normalerweise ist das ein Foul und Elfmeter, allerdings entscheidet der Schiedsrichter hier auch okay nicht auf Strafstoß Nummer 2. Newcastle absolut mit Lichtmomenten in einigen Situationen. Vernon Anita hier mit der Schusschance nach der schönen Kombination, 75 Minuten durch, aber der Ball wollte den Weg ins Tor nicht so wirklich finden. Der Niederländer verzieht hier knapp am Kasten vorbei. Schlussphase, Mason mit dem Ball auf Sammy am Ehobi, mittlerweile in der Partie, wie gesagt, wurde bei dieser Ecke festgehalten. Das hier war seine beste Chance, aber O'Donnell ist wieder da und der Mann mit der Nummer 18 verhindert den Siegtreffer für Newcastle, denn weiter passierte nichts mehr. Abpfiff im New York Stadium. Rotherham kann unglaublich gut verteidigen, beweist das gegen NUFC und holt einen Punkt gegen den Aufstiegsaspiranten aus dem Nordosten Englands. Anita und Co. konnten ihre Chancen nicht nutzen, hatten sogar Glück im ersten Durchgang, nicht in Rückstand zu geraten, und dementsprechend bleibt Rotherham weiter mit einer Niederlage ganz weit oben mit dabei im Aufstiegskampf. Und für Newcastle gibt es im Kampf um die Tabellenspitze zumindest
zunächst einen kleinen Dämpfer gegen den Underdog. Ja, einfacher Sieg, nee, du Pustekuchen. Wir spielen 0-0 gegen Rotherham und das aufgrund einer unglaublich starken Defensivleistung dieser kleinen Mannschaft. Auch besonders bemerkenswert der Torwart O'Donnell, das war stark. Nicht nur der Elfmeter, sondern auch sonst sehr, sehr gute Leistung. Aber auch wir leider wieder ohne Gegentor und sind in der Tabelle immerhin Zweiter. Und das ist doch eigentlich sehr gut. Was scheiße ist, ist, dass sich Mason verletzt hat. Der nächste, der lange ausfällt. Zerrung in der 90. Aber eine Kniesehnenzerrung. Das heißt, fällt für 3 Wochen aus. Also langsam wird unser Kader echt dünn. Wir haben keine Spieler mehr. Das ist richtig belastend. Und er fällt damit dann auch ins Training raus. Und das ist besonders ärgerlich, weil wir halt, ja, okay, wir haben eigentlich genug Spieler, die wir trainieren können. Perez steigt zumindest im Abschluss. Und ansonsten sind die Ergebnisse so ein bisschen so lala. Aber irgendwie, also die Verletzung nervt mich ja. Aber Gott sei Dank haben wir auch eine gute Nachricht. Christian Atsu ist nämlich wieder da. Passend zur Verletzung von unserem Nachwuchstalent hat das okay für die erste Mannschaft erhalten. Und wir sind momentan Gott sei Dank in der Länderspielpause. Und dementsprechend haben wir nicht so viel zu tun. Was echt schön ist, weil dann können ein paar zumindest ein bisschen kurieren. Versuchen wir es einfach nochmal mit Training. Mal sehen, was dabei rumkommt. Und danach war es das wahrscheinlich von dieser Episode. Wir haben ja noch schlechtere Ergebnisse, weil wir ein F dabei haben. Ach, das ärgert mich. Aber okay, gut. Dann war es halt diese Episode nur 3 Punkte. 4 Punkte waren es. Und wir müssen uns damit zufrieden geben. Und nächste Episode richtig ran. Klotzen. Dann, wie wir bereits gesehen haben, weiter im Oktober gegen Brentford und Barnsley das doppelte B. Ich hoffe, diese Episode hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, das war schon wieder überschlagen. Ich hoffe, diese Episode hat euch... Unglaublich. Ich hoffe, diese Episode heute hat euch trotzdem gefallen. Wenn das der Fall sein sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da würde ich mich drüber freuen. Checkt die Links in der Beschreibung. Abonniert den Kanal kostenlos und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.